Na, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Der Erste Kaiser. Wir sind wieder da und werden uns in die nächste historische Kampagne wagen. Auf geht's in die Sui Tang-Dynastie. Nach 300 Jahren voller Zwietracht und Zwistigkeiten hat Wendi, der erste Kaiser des Hauses Sui, die Königreiche Chinas wieder vereint. Zur Erinnerung an die ruhmvolle Vergangenheit hat der Kaiser per Erlass verfügt, dass die Hauptstadt Chang'an, die alte Hauptstadt der großen Han-Dynastie, die jetzt in Ruinen liegt und von Gras überwachsen ist, wieder aufgebaut wird. Architekten haben Pläne für eine monumentale große Pagode entworfen. Es liegt nun an ihnen, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Auf dem Lande können jetzt Teepflanzen angebaut werden. Die Blätter dieser herrlichen Pflanze ergeben bei richtiger Behandlung ein köstliches und aromatisches Getränk. Die Beliebtheit dieses Produktes und die Nachfrage danach steigt im ganzen Land rasch an. Stellen Sie also sicher, dass ausreichend große Mengen gepflanzt werden. Selbst das einfache Volk, das mittlerweile in luxuriösen Wohnhäusern lebt, hat Geschmack an diesem wunderbaren Getränk gefunden. Nach den Worten eines weisen Mannes kann der verehrte Bodhidharma, ein buddhistischer Held, von großer Hilfe sein, wenn es um Tee geht. Es dürfte deshalb klug sein, ihm großzügige Opfergaben darzubringen, da seine Anwesenheit für die aufkeimende Teeindustrie von besonderem Nutzen sein könnte. Das durchaus. Und es gibt natürlich relativ einfache Aufgaben. 1700 Personen in Haustyp luxuriöses Wohnhaus oder besser unterbringen, große Pagode muss gebaut werden und 36 Monate müssen mit Helden verbracht werden. Wir dürfen nicht vergessen, die letzten beiden Kampagnen, so haben wir es zumindest gelesen, sind einmal auf Wohlstand ausgelegt und einmal auf Krieg. Und wir sind jetzt in dieser Wohlstandskampagne. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt auch dazu kommt, dass wir die letzten Gebäude, die uns für immer schon versperrt blieben, nicht nur Tee, sondern eben auch Schauspieler, endlich bekommen. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's mit den luxuriösen Wohnhäusern und der ersten Stadt in der vorletzten Kampagne. So, wir speichern einmal unter LP01 und setzen die Geschwindigkeit runter. Und das hier, ups, war ursprünglich mal Chang'an. Aber aus Chang'an ist nicht viel übrig geblieben oder von Chang'an. Das ist auch nicht die Stadt, die wir erbaut haben. Hier hat sich irgendjemand anderes ausgelassen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es die andere Seite des Flusses gab, dass wir nur hier angesiedelt sind, haben, wie auch immer. Das kann alles im Prinzip später mal genutzt werden. Jetzt aktuell hat es allerdings keinen Wert für uns. Hier standen mal Farmen. Das wurde dann rübergebracht auf die andere Seite, wo wahrscheinlich dann das eine oder andere Mühlchen stand. Das Einzige, was wir lesen können, sind Stadtruinen. Also nirgendwo, wo wirklich etwas stand. Verdammt. Hier waren überall Türme, alles war beschützt von außen. Es kann sein, dass wir uns auch um Krieg kümmern müssen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Kashka ist sehr interessiert an Seide, Lackwarentee, Salz und verkauft Gewürze und Jade weiterhin. Also es bleibt alles so, wie wir es kennen. Dann gibt es auch Chengdu immer noch, Guangzhou und Changzhou, also Fuzhou ist weg und Yen gibt es jetzt statt Yin. Und hier oben gab es auch noch eine Stadt, Luran, glaube ich, aber die ist auch weg. Oje. Es hat sich wieder einiges verändert. Unsere Aufgaben sind klar. Wir können auch Stahlschmelzöfen fertig machen, brauchen dementsprechend Holz und Eisen. Eisen werden wir auch irgendwo herbekommen. Wo genau, werden wir gleich noch erörtern. Hier unten haben wir ein Eisenvorkommen. Perfekt. Wunderbar. Können wir gebrauchen. Es gibt Webereien und Papiermühlen. Okay, es gibt den Brennofen und dementsprechend Tongruben. Wenn es Webereien gibt, gibt es garantiert auch Maulbeerbäume. Genauso sieht's aus. Und Teesammelstellen. Sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob man Tee jetzt irgendwie umgestalten muss. Steinmaurerlager. Nö. Da gibt's wahrscheinlich nur die Teesammelstellen an sich. Die sammeln den Tee so ran und dann ist gut. Verteilen das so wie früher Hanf. Der Hanf wird ja jetzt mittlerweile auch für die Papiermühle gebraucht, deswegen sollte man davon mittlerweile 3 Farmen haben. Gut, es gibt wieder Paläste, wir werden irgendwann wahrscheinlich wieder hierher zurückkehren. Es gibt 4 verschiedene Dinge zum Aufbauen, buddhistisch, taoistisch, konfuzianistisch und die Ahnen.
Okay. Und ansonsten ist jetzt nichts großartig mit dazugekommen. Das meiste kennen wir schon, auch schon den Tai Chi Park. Den Naturteich haben wir schon gesehen. Die Pavillons haben wir bekommen und gesehen. Das ist alles okay. Und es gibt ein Monument, das wir ebenfalls bauen können. Aber das habe ich hier gar nicht gelesen. Ach doch, die große Pagode muss gebaut werden. Ja, ist okay. Machen wir. Gut. Ja, hauptsächlich können wir die Straßen tatsächlich so lassen. Insbesondere hier bei den Farmen. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Muss bloß gerade mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die ist aber verkehrt gesetzt worden, meine Lieben. Wer auch immer nur fünf, ups, Plätze dort gesetzt hat, der hat einen Fehler begangen. Aber trotzdem kann es durchaus hier stehen. So, und was das hier war, weiß ich auch nicht. Es könnte auch noch eine zusätzliche Farm gewesen sein, ein Bauernhaus. Ja, das kann man durchaus nutzen. Also ich lasse es einfach mal stehen. Solange die Brücken hier sind, ist das ja völlig okay. Und dann können wir hier auch unsere Mühle mit hinstellen. Dann ist das in Ordnung. Ich muss jetzt bloß einmal ganz kurz gucken, dass wir auch die restlichen Ruinen noch entfernen, dass unsere Leute sich auch irgendwo niederlassen können. Ich würde nicht alles abreißen wollen, aber das meiste. Zumindest das, was natürlich für Unrat sorgt in der Stadt. Die ganzen Ruinen müssen weg. Hier stand mal ein Viertel. Ist aber ein sehr kleines Viertel gewesen. Holz werden wir woanders abernten. Da werden wir nicht hier mit hingehen. Nicht in die Innenstadt. Das muss eine Fähre gewesen sein. Aber mit einer Fähre arbeite ich äußerst ungern. Erstmal braucht die Arbeitskräfte und zum anderen sind die Leute immer ewig unterwegs. Wobei es natürlich auch die Möglichkeit gibt, verschiedene Schiffe zu nutzen. Ich glaube, das war in Pharao so, dass die nicht nur hin und her gefahren sind, sondern eben auch eigene Schiffe hatten, zumindest die Neuankömmlinge, die sich dann auf der anderen Seite niedergelassen haben. Gut. Also generell haben wir schon mal aufgeräumt. Das ist schön. Ja, diese Stadtmauer kann ich auch wegnehmen. Also wir geben jetzt gerade nur Geld aus, um die ganzen Ruinen abzureißen. Das ist schon echt traurig. So, das müsste erstmal reichen. Hier oben ist auch noch was. Wer hat denn hier so viel hingebaut? Also ich war es zum Glück nicht. Das ist nicht mein Baustil. Mich kann schon mal keiner verurteilen. So, das wäre endlich fertig. Jetzt können wir uns an den Bau der Stadt wagen. Oder auch nicht. Hier stehen immer noch so leichte Ruinen rum. Schluss, aus und vorbei. Wäre einfacher gewesen, einfach so zu machen. Hätte ich mal gleich tun sollen. Wir bauen jetzt erstmal alles auf. Also bitte einmal speichern unter LP05. Dass wir jetzt sozusagen aufgeräumt haben, das ist ja schon mal eine schöne, großartige Sache. Geschwindigkeit ist weiterhin auf 10%. Wir können unsere Leute erstmal anpflanzen. Allerdings möchte ich die nicht hier oben hin haben. Das war sowieso jetzt alles für den Hintern, was ich gemacht habe. Wo sind meine Leute? Die kommen wahrscheinlich von da oder von da. Die werden hier unten mit hingebracht. Das wird einfacher sein, sie zu versorgen. Das nehmen wir auch alles weg. Ja, ich habe viel zu viel Geld damit verbraucht, verbraten, Leute hinzusetzen. So, dann brauchen wir Straßen. Straßen werden wir einmal so machen. Dann kommen die hier mit hin. Ja, hier können die Leute wunderbar stehen. Eins, zwei, drei, vier. Quatsch. Wo ist der Marktplatz? Einfacher Marktplatz hier mit hin. Eins, zwei, drei. Häuser setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sogar zu weit gesetzt die Straße, ist völlig okay.
Wunderbar. Dann haben wir schon mal die Möglichkeit, unser erstes Stadtviertel zu bevölkern. Jetzt kommt das nächste Viertel. Wir werden zwei Viertel definitiv brauchen, wenn nicht sogar drei. Aber ich denke eher nur zwei. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute in luxuriöse Häuser untergebracht werden. Das heißt, die werden noch besser sein als die beeindruckenden kleinen Anwesen, die wir sonst immer hatten. Wird dann dafür auch sorgen, dass noch mehr Leute in die Stadt kommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dann Probleme für uns geben wird mit der Arbeitslosenquote. Die wird sehr, sehr hoch sein. Deswegen müssen wir auch sehr, sehr viel anpflanzen, sehr viel tun. Das wird sehr interessant. Es tut mir leid, es ist früher Morgen. Ich weiß noch nicht, was ich rede. Ihr merkt es. Verdammt. So, dann bitte einen neuen Marktplatz. Ja, im Prinzip kann der hier stehen. Straße nach oben. Na, da ist er einen zur Seite gerutscht. Verdammt, noch eins. Ganz so weit muss er nicht. So, erstmal noch die andere Seite setzen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Guti. Zu weit von der Straße entfernt. Stimmt nicht, ist gelogen. So, es dauert eine Weile, bis jetzt die Leute einziehen. Aber wenigstens haben wir schon mal die Möglichkeit, das ein oder andere aufzubauen. Hanffelder gibt es, Hirsefelder, Sojabohnenfelder, Weizenfelder. Mit Tee können wir noch eine Weile warten. Zumindest haben die bis jetzt keinen Tee gebraucht. Also von daher reicht es, wenn wir das anpflanzen, sobald die Leute schon einigermaßen groß sind. Die Mühle wollte ich eigentlich hier mit hinstellen. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Die kommt hier oben mit hin. Hier ist sie wenigstens nicht ganz so schwer vom Wasser beladen. Guti, die Mühle steht. Solange es keine Überflutungen gibt, bin ich sehr zufrieden. Wir gucken uns einmal kurz die Religion an. Oh, ho, ho, ho. Aber zumindest gibt es nur einen einzigen Ahnen. Das heißt, wir müssen nicht ganz so viele Götter zufriedenstellen. Gott sei Dank. Kostet eh immer viel zu viel an Zeug, das wir verspenden müssen. Grausam. Verspenden und verspenden. So, die Straßensperren stehen. Dann werden wir jetzt die ganzen kleinen Gebäude bauen. Wir brauchen Inspektorentürme. Jeweils einen. Wir brauchen Brunnen. Ja, nee, dann lieber hier hinten. Benötigte Mitarbeiter. Ja. Dann brauchen wir unsere ganzen Heiler. Das heißt den Akupunkteur und den Kräuterstand. Brunnen habt ihr schon. Brunnen habt ihr schon. Sehr schön. Und wir brauchen noch einen Ahnenschrein. Das letzte, was wir benötigen. Dann geht's auch schon los. Kann man so wie den Brunnen gar nicht überall hinsetzen. Dann kommt er hier jetzt mit hin und dann ist gut. Okay, hier könnte noch der Steuereintreiber stehen. Das ist völlig in Ordnung. Erstmal bin ich froh, dass das Grundsätzliche steht und die Leute nicht sterben werden. Wir brauchen außerdem noch einen weiteren Inspektorenturm hierfür, für die Mühle. Super. Und ich würde auch gleich noch ein Lagerhaus bauen wollen für Keramiken und für Hanf. So ist gut. Jetzt kommen die Farmen. Fangen wir an. Zunächst einmal müssen wir die ganzen Bäume hier wegnehmen. Die stören ja so ein bisschen. Wir brauchen Bauernhäuser. Das würde hier sogar noch hinpassen. Gut, dann kommt da eins hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt.
Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, ganz klar. Sojabohnen, Hirse, Weizen und Hanf. Das sind im Moment die Dinge, die wir anpflanzen können. Fangen wir an mit Sojabohnen. Ich wusste, dass es nicht direkt passt. Aber ist egal. Noch mehr Sojabohnen. Dann machen wir noch Hirse. Weizen kommt als letztes, weil wir Weizen erst im nächsten Jahr wieder anpflanzen können. Aber schön, dass das alles schon so vorbereitet wurde. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob die ganzen Straßen auch miteinander verbunden sind. Nein, sind sie nicht. So können die natürlich nichts in die Mühle bringen, die ja erst hier drüben kommt. Und wir werden auch noch eine Verbindung von hier aus rüber schaffen. Das wäre wesentlich einfacher und komfortabler für unsere Leute. Vorausgesetzt, wir können eine Verbindung schaffen. Hier. Klappt gerade so. Na warte, zieh erst mal runter. Ich habe mir nämlich gedacht, dass das schon einen zu weit geht. Eine Brücke. So, das wäre geschafft. Sperren sind mit dran. So kann nichts passieren. Er kann den ganzen Tag hoch und runter laufen. Die Farmen haben Anschluss an die Mühle. Und wir können weitere Farmen bauen. Im Prinzip das ganze Gebiet hier auslutschen, ausnudeln. Das geht. So, dann fangen wir schon mal an mit Hanf. Erst einmal die Hanffarm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der will noch einen weiter. Wegen den Steinen oder warum? Du kommst da hin und dann ist gut. Straße muss mit dazu. Dann die Hanffelder. Sobald wir sie setzen können, hier können wir schon. Da noch nicht. Aber wenigstens können wir auch gleich Papier fertig machen. Das würde uns schon mal die Sicherheit bringen, unsere Leute, unsere Steuereintreiber mit hinzusetzen. Das ist ganz gut. So, Straßen sind überall gezogen, es ist alles in Ordnung. Die kommen überall lang und überall hin. Das passt alles zusammen. Die Leute werden einfach so über den Rasen laufen, weil sie keine Verbindung zu der jeweiligen, zum jeweiligen Eingang in die Stadt haben. Aber gut, das meiste steht. Wir haben außerdem noch Fischerkais, könnten diese ebenfalls nutzen, um hier oben Fisch abzubauen. Das machen wir vielleicht später. Jetzt werden wir uns erstmal um die Farmen kümmern. Immerhin haben wir ja schon mal sehr, sehr viele Produktionsgüter allein schon mit Feldern. Wir haben Sojabohnen, Hirse, Weizen. Und wenn wir dann irgendwann noch Fisch mit reinbringen, dann sind wir sowieso überladen. Wir werden für sehr, sehr viele Angestellte sorgen, dementsprechend auch sehr, sehr viele Bauernhäuser bauen können. Also insofern sehe ich überhaupt keine Probleme. Wir produzieren einen Überschuss an Nahrung. Das ist gut. Also hier sagt er schon mal, dass wir aktuell zumindest gut dastehen, wenn wir das Ganze anfangen zu produzieren. Im Moment ist ja noch keine Produktion drin. Aber er weiß bestens Bescheid. Zwei Nahrungen. Das ist gut. Dann könnten wir die Fischer später mit hinsetzen und ebenfalls Fisch runterbringen in eine Mühle, um dementsprechend drei verschiedene Güter zu haben. Denn ich würde ungern am Anfang gleich alles mit Bauernhäusern vollklatschen. Es kann eine Weile dauern, bis dann alles fertig ist. Oh je. So, das nächste, worum wir uns kümmern, wäre dann im Prinzip Eisen. Beziehungsweise Stahl. Das müssen wir hier unten alles abbauen. Wir hatten damals die Eisenproduktion hier auf diesen Felsen gebracht. Hier hochgezogen und dann die ganzen Gebäude so mit rangestellt. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens andere Möglichkeiten gibt, hier hochzukommen. Nein, es scheint immer noch nur die eine zu geben. Tatsächlich. Es ist doch zum Heulen. Gut, dann werden wir es genauso machen müssen wie vorher. Zeig mal, wo genau die Brücke ist, der Hochgang.
Ach, jetzt hier ganz hinten. Vorher war es ja hier wenigstens. Boah, seid ihr fies. Seid ihr gemein. Nee, hier gibt's trotzdem noch einen. Ach, Gott sei Dank. Dann bitte. Setz das schon mal mit ran. Wir werden außerdem Holz abbauen müssen. Das kann dann hier passieren. Hier ist ja sehr viel Platz. Und die Leute sind noch sehr weit weg, also ist alles gut. Ja, damit steht der Grundbaustein der Stadt. Wir speichern unter LP04 und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.